Das ging dann irgendwie los, machen wir Entwürfe, der Kahn heißt AIDA. Und dann war es eigentlich klar, AIDA, was ich von AIDA weiß, also die Oper und die Königin von Äthiopien und dann Nofretete kennt jeder, das Auge, die Schminke und das alles. Und Augen hatten die Ägypter und alle schon, Griechen, alle an ihren Schiffen auch, also das ist keine Erfindung von mir. Bloß die Form, das ist es dann, das Zwischending zu finden zwischen der Moderne und der Klassik. Und da bastle ich heute noch dran rum. Aber, ne, wie lang ist der Liedstrich? Und dann das bot sich an, so ein langes Schiff und dann den Liedstrich unendlich zu machen, als Welle umzubauen und die Farbigkeit, nicht zu viel Farben. Es war das erste Schiff, was bemalt wurde. Vorher war vielleicht mal ein Schornstein, eine Sonne dran oder zwei Buchstaben. Ja, so fing das an. Da gab es richtige Gegner, aber die klopfen immer jetzt heute auf die Schulter. Hast du gut gemacht. Aber das ist bei allem so. Es hat mich damals, man war ja 20 Jahre jünger, natürlich sehr geärgert, aber heute verstehe ich das alles. Alles neue, auch ein neues Auto, ein neues Design. Nein, das geht doch nicht. Und dann ist es das Allerschönste. Ne? Dann fing es langsam draußen an, Schiff zu werden und kriegte es erstmal die Grundierung. Und auch mit denen arbeiten, das war auch eine tolle Erfahrung. Richtig noch klassisch mit Packpapierrollen und gerädelten, wo man dann die Kohle durchtupft. So haben wir das noch angelegt. Also wie ich als Lehrling, Dekorateurlehrling gearbeitet habe, das war dort das Allerneueste. Und jetzt wird da rumgelasert, ich weiß gar nicht, wie es heute gemacht wird. Na, unsicher war ich auch. Zufrieden schon. Aber der Auftraggeber, der hat ja immer noch nicht, war sich immer noch nicht sicher. Und da finde ich schon, dass das auch mutig war von denen als Erste, sowas zu machen. Also das schätze ich sehr wert, dass jemand den Mut hatte. Es gab halbe dafür und dagegen. Ich glaube, mehr dagegen kannst du dich ein Schiff bemalen. Ein Schiff muss weiß sein. Wenn ich so eine Mitteilung kriege schriftlich, also das ist, geht nicht und das geht nicht. Und ich meine, ich bin der Designer, denke ich, und der hat da gar nichts zu melden jetzt. Was hat er das studiert? Aber manchmal ist es ganz gut, wenn einer, der davon keine Ahnung hat, sondern nur vom Geschäft, wenn der einen Einwurf macht. Und da denke ich nochmal nach. Bin natürlich als Halbcholeriker ein bisschen sauer, aber ich sehe es dann auch manchmal ein.